und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich begrüße euch. Hi, Leute, was geht? Alles fit? Wir haben Sonntag um 22.47 Uhr. Ja, morgen ist Montag, Jungs. Ich habe es aber letztens schon in einem Community-Beitrag geschrieben. Ich habe morgen, ihr seht dieses Video am Mittwoch, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich habe morgen Vorstellungsgespräch. Wie das verlaufen ist, werdet ihr in den nächsten Tagen, Wochen, wann auch immer sehen. Ich habe übrigens auch ein bisschen an meinem Mikro rumgespielt. Also ich hoffe, hier ist alles okay und ich übersteuere nicht 24/7. Falls doch, entschuldige ich mich für die Folge dafür. Ich nehme heute nur eine Testfolge auf, um das alles zu testen. Und ihr seht schon, unsere FPS fallen hier zurzeit echt gerade ein bisschen rapide ab. Das hat einen Grund, den ich euch jetzt zeigen werde. Wir haben ja letzte Folge, ich kann es kaum essen, wir haben ja letzte Folge die Kuhfarm gebaut. Und ich habe da ein bisschen AFK gestanden, habe da ein paar Kühe vermehrt und ich habe ein bisschen Inzucht auch betrieben, bin ich der Meinung. Es sieht auf jeden Fall wundervoll aus. Ja, die werde ich jetzt alle mal töten. Wir werden mal gucken, wie viele Level ich davon bekommen werde. Unsere Pick ist auch fast voll durchs Fortpflanzen der Kühe. Und ich würde sagen, wir töten die einfach mal. Nicht alle, zwei Stück werden wir übrig lassen. Aber ja, die Legs stören mich schon gewaltig, muss ich sagen. Leute, es werden nicht weniger. Es werden nicht weniger. Und die Level hören auch gerade überhaupt nicht auf zu kommen. Also hier, Alter, hier, ich habe, glaube ich, so viele Level danach. Ihr seht es ja und hört es ja auch die ganze Zeit. Also gerade bekomme ich echt massig viel an Leveln. Ja, und... Oh. Ja, wir haben ein bisschen Stuff, Leute. Ich weiß gar nicht, wohin damit, Alter. Ich muss das hier jetzt erstmal weglegen, damit ich überhaupt alles... Alter, what the fuck? Als ob das so viel ist. Ich habe gedacht, hier sind vielleicht ein paar Kühe. Ja, aber dann... Jo, als ob ich... Nee. Wir haben jetzt nicht ernsthaft hier eine Doppelkiste an Stuff rausgeholt, nur weil ich hier ein bisschen Kühe vermehrt habe. Oh, Leute, huch. Ja, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal genug Leder. Ich hab gar nicht gedacht, dass es so viel ist, muss ich ja ehrlicherweise hier jetzt mal sagen. Nee, Leute, aber ich stand auch wieder eine Menge AFK, wie ihr jetzt an den Kühen auch gesehen habt. Und außerdem ist auch dazu gekommen Weizen wieder, ganz viel Eisen ist auch dazu gekommen. Und ich habe hier ab und zu mal das Zeug abgefarmt. Da ist aber nicht allzu viel, es ist ein bisschen Weizen auch da drüben. Der Rest ist eigentlich für die Kühe raufgegangen, so. Hier ist ein bisschen Weizen, aber sonst ist hier nicht viel drin. Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich absolut nicht, wohin damit. Ich würde sagen, wir lassen das hier erstmal in der Kiste und sortieren es irgendwann anders um. Achso, Leute, ich bin übrigens ein bisschen krank. Ich hoffe, man hört es nicht allzu doll, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich war die letzten zwei Tage bei meiner Freundin und irgendwie seit heute früh bin ich richtig... Seitdem geht es mir echt ein bisschen schlecht, aber das hält uns natürlich nicht davon ab. Ich brauche nämlich noch eine Folge, Leute. Das Problem ist... Och, Mann, Leute, ich habe so viel zu erzählen, das ist unfassbar. Ich werde mal nebenbei Leinen suchen, damit wir nämlich gleich Schafe holen können, weil ich will gleich nebenbei auch ein paar Schafe holen, damit wir hier unten auch zwei Schäfchen haben. Leute, das Ding ist... Warum ich auch jetzt aufnehme und nicht morgen, zum Beispiel am Montag, ist ja dann in der Früh und alles wäre viel entspannter. Das Problem ist, meine Schwester, ihr kennt ja meine Schwester. Ich kann euch hier oben in der Infocard mal gerne die Videos verlinken. Müsst aber eigentlich fast alle gesehen haben von meinen Zuschauern. Das Ding ist, meine Schwester ist am Morgen da. Meine Schwester zieht hier wieder ein. Leute, wow, wow. Und daher wird das Aufnehmen ab morgen etwas... Ich will nicht sagen schwieriger oder komplexer oder so, weil letztendlich ist es ja trotzdem einfach zocken. Nur irgendwie ist es, keine Ahnung, wisst ihr, Geschwister sind echt schwierig, Leute. Und wo war nochmal der Eingang zu unserer Höhle, die wir gebaut haben? Ich hab's vergessen. Hier, da war's. Ja, aber sagen wir es ganz leicht, Geschwister sind schwierig. Schafft euch nie Geschwister an, freut euch nicht auf Geschwister. Geschwister sind einfach das Anstrengendste, was es gibt. Vor allem eine große Schwester, Alter. Ich sitze hier, also wirklich jetzt, ich sitze hier, die Platz 25/7 rein. Das kannst du knicken, dass ich da irgendwelche Privatsphäre habe. Zumal dazu kommt ja auch, dass meine Nichte mit herzieht, meine Kleine. Die kennt ihr gar nicht. Meine kleine Nichte kommt mit her. Und auf die muss ich dann natürlich auch aufpassen, ist ja klar so. Und deswegen wird da die Zeit ein bisschen knapp. Deswegen dachte ich mir, yo, nehme ich jetzt noch mal eine Folge auf. Dann habe ich nämlich bis Donnerstag erstmal vorproduziert. Und yo, was ist denn... Warum sind hier zehntausende Creeper? Oh, du Scheiße. Warum sind das so viele? Das ist einfach eine Creeper-Armee. Oh, und da ist einer hochgegangen, Alter. Ich habe mich gerade so erschrocken. Nein. Nein, nicht hochgehen. Okay, Leute, alles safe. Alles gerettet. Ja, und deswegen ist es halt, dann alles kompliziert. Ich bin dann bis Donnerstag mit meinen Aufnahmen von den Videos her. Und das müsste dann reichen. Das müsste dann absolut reichen. Die Frage ist, wo sind hier Schäfchen? Leute, ich baue mal ein paar Schäfchen, bitte. Da oben sehe ich doch schon eins. Schafe sind nämlich essentiell wichtig, Leute, für Wolle. Und Wolle brauchen wir eigentlich in jedem Abteil von unserem Projekt hier. Also Wolle ist echt... Wow, Wolle ist so wichtig. Ich habe früher mal übelst lange für Wolle gesucht und so. Oh, das war so ein Aufwand. Komm her.
So, die zwei hängen auch noch an meiner Leine. So, dann können wir die Schweinchen. Ich nehme das eine Schweinchen hier schon mal mit. Komm mal mit, Kollege. Die Frage ist so, wie kriege ich die am schnellsten jetzt nach da drüben? Der Hang ist natürlich etwas blöd dafür. Ich baue hier jetzt einfach. Leute, das Ding ist, wir werden hier niemals mit unserem Gebauten ankommen. Heißt, ich baue hier jetzt einfach auf festlich mal ein bisschen Erde ab und baue denen eine Brücke rüber. Bevor die hier runterlaufen und sich noch selbst an ihrer Leine aufhängen, wisst ihr, dass ich die dann bereit habe, wenn ich sie brauche. Dann baue ich jetzt hier erstmal einen kleinen Weg rüber, dass wir da ordentlich rüberkommen. So, Leute, ich habe jetzt hier die kleine Brücke gebaut. Ja, Leute, ich weiß, das ist eine Dirtbrücke und die ist mega hässlich. Aber, Leute, sie ist wirklich erstmal nur das Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist es, diese ganzen Tierchen hier hochzubekommen. Daher, bitte regt euch nicht auf, Leute. Ich weiß, dass es hässlich ist, okay. Irgendwann können wir ja, wenn wir hier öfter Tiere holen sollten, was eigentlich nicht passieren wird, können wir ja die Brücke auch noch schöner bauen. Aber erstmal müssen wir damit zurechtkommen, okay. Leute, es tut mir leid, ich sehe schon wieder die ersten Kommentare, Alter. Die ist so hässlich, Villager. Mann, was soll denn das? Mann, Leute, es tut mir leid. Ich hoffe jetzt mal wirklich, dass sie hier jetzt nicht runterfallen und sich in irgendeiner Weise selbst aufhängen an ihren Leinen. Weil das kann sehr, sehr gut passieren. Oh mein Gott, Alter, Leute. Ihr schafft das, kommt mit. Los und jetzt Abfahrt. Ja, okay, sie sind safe. Die sind safe, heißt, wir müssen die jetzt nur noch hochtransportieren. Und dann geht's wieder in unseren magischen Tunnel, Alter. Der Tunnel, Jungs. Vor allem, ich nehme jetzt so ein Schweinchen mit. Anstatt, ach ja, egal, scheiß drauf, Leute. Dann müssen wir irgendwann nochmal losgehen und nochmal Schweinchen suchen. So, hier sind wir schon am legendären Tunnel der Weisheiten, wo jetzt alle Tierchen durchgezogen werden. Wenn ich normal laufe, her, halt, die halten das aus, ne? Die stört das nicht. Außer die bleiben an irgendeinem Block hängen. Aber wenn ich jetzt so normal hinterlaufe, dann passiert denen nichts. Das geht einfach. Och, der Abhang ist halt auch so Müll. Vielleicht verbessern wir den Weg auch irgendwann nochmal. Aber wir können die einfach hier runterschieben und einmal mitziehen. Oh. Okay. Eins meiner Schäfchen ist gestorben. Aber egal, Leute. Eins lebt noch. Leute, ihr dürft nicht sterben, okay? Bitte nicht sterben. Bitte, Schäfchen. Nicht sterben. So, Schweinchen, du bist relativ unwichtig, Schweinchen. Also, wenn du stirbst, ist nicht schlimm. Okay, es hat aber überlebt. Und Schäfchen, du musst auch mal... Danke. So, Leute, sie leben. Alles gut. Ja, und jetzt müssten wir gleich irgendwo links von mir aus gesehen abbiegen können. Und dann sind wir bei den Kühen. Ist doch ein super Tunnel, oder? Seid ehrlich, es ist schon ein heftiger Tunnel. Leute, ich bin übelst gespannt morgen auf mein Bewerbungsgespräch, Alter. Ich freue mich da richtig, euch dann zu updaten. Weil ich glaube, das wird übelst interessant. Mal gucken, vielleicht können wir ja mal eine kleine Story dann erzählen. Wie Bewerbungsgespräche das sind. Ich denke mal, viele von euch hatten überhaupt noch gar keins. Und wissen gar nicht, was da so dann abgeht. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, auch nicht. Das ist mein allererstes. Deswegen mal gucken, ne? Morgen werden Erfahrungen wieder gesammelt, von denen ich schon hoffentlich erzählen kann. So, okay, hier geht's nochmal hoch. Alter, ich muss sagen, ich habe den Tunnel echt beschissen gebaut, um es mal wirklich so sagen zu dürfen. Aber naja, ich denke mal, wir müssen dann eh nur noch ein Schwein maximal holen, wenn wir ein Schwein nicht von irgendwo anders schnell besorgen können. Und mehr Tiere dürfen wir gar nicht mehr brauchen, so. An sich, Schafe sind eigentlich mehr theoretisch gar nicht. Bin mir aber nicht absolut sicher. Kann auch sein, dass wir noch zwei, dreimal diesen Tunnel hier benutzen müssen. Je nachdem halt, ne? Mal gucken. Oh, hier geht's dann runter. Ja, genau. Und wir sind jetzt schon da. Lol. Schwänchen und Schäfchen, kommen Sie mit? Kommen Sie mit? Hallo? So, jetzt würde ich gerne mal meine Leinen wieder haben. Und dann können wir hier einmal alles zubauen. Beziehungsweise einmal so machen. Und dann haben wir hier unsere Schäfchen und ein Schweinchen. Weiß ich zwar nicht, was ich mit dem Schweinchen anfangen soll, aber Leute, wir haben ein Schweinchen. So, dann können wir die gleich auch nochmal hier paaren. Seht ihr? Und dann haben wir unser erstes Babyschaf. Hallo. Na, alles gut? So, die Kühe können auch keine Liebe mehr machen. Und hier ist halt jetzt, wie gesagt, nichts los, ne? Schweinchen steht da. Boah, Alter, kennt ihr das, wenn ihr krank seid und ihr so einen Kaltschweiß habt? Also, ihr sitzt einfach ganz normal. Also, mein Zimmer jetzt ist zum Beispiel gar nicht so warm. Und ich schwitze und schwitze. Aber das ist nicht dieser normale Schweiß, sondern dieser kalte. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Der ist halt kalt. Das ist nicht so warm, sondern der ist übelst kalt. Ich hoffe, niemand von euch wird irgendwie krank oder ist momentan krank. Falls ja, wünsche ich jedem, oder falls jemand krank ist, wünsche ich jedem hier gute Besserung, der krank sein sollte. Und da ist ein Kätzchen. Hallo, liebes Kätzchen. Na? Alles gut, war. Warum spawnt das Kätzchen hier unten, Alter? Macht ja mal gar keinen Sinn, du. Leute, kann ich irgendwo mein Leder oder mein rohes Fleisch oder Steak irgendwo vertraden oder so? Geht das irgendwie mit Villagern? Also ich habe ja davon jetzt eine Menge. Und ich kann jetzt schon sagen, wenn ich dann wieder so lange AFK stehe, werden die Schafe bald auch so voll sein, die wir dann zusammen killen können. Und genau hier ist wieder dieser Lagpunkt. Und ja, aber die Schafe werde ich, glaube ich, eher scheren, als zu killen. So, Leute, top, Alter. Dann haben wir uns hier auch um die Küchen gekümmert. Ich nehme heute wirklich nur diese eine Folge auf.
Den Rest mal gucken, halt, meine Schwester ist jetzt da und Leute, auch das wird wieder richtig unangenehm, falls ich aufnehmen sollte und sie wieder hier reinplatzt. Auch Leute, das kann ich euch gar nicht empfehlen, Alter. Aber falls ja, werdet ihr es ja alles mitbekommen. Wir werden in den nächsten Folgen, denke ich, auf jeden Fall irgendwann mal wieder mehr bauen, weil in letzter Zeit bin ich ja wirklich nur hier Stuff-mäßig unterwegs, um mehr Stuff zu bekommen. Weil letzten Endes ist es ja ein Bauprojekt, ne? Muss man ja wirklich mal so sagen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao. We'll be right back.